Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Mittwoch, den 29.05.2024. Ich lege schon los. Und zwar, ich habe heute so ein bisschen den Schalk im Nacken. Kennt ihr das? Wenn ihr so einfach so gut gelaunt seid und wirklich auf alle, ich war einkaufen eben und bin mit meiner guten Laune einkaufen gegangen. Und ich glaube, ich habe ganz viele mitgezogen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, die Damen an der Kasse, die waren danach fröhlich. Ich schaue rein. Was ist denn rausgefallen? Wenn die Karten bei mir schief liegen, ihr Lieben, dann hat das einen Grund. Nichts ist ohne Grund. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Das heißt also, ich möchte die auch genauso liegen lassen, weil die genau. Nein, sie sagen, sie sind so gefallen. Okay. Das heißt, die erste Karte, die 8 der Münzen, das ist die Arbeiterkarte. Das ist die Karte, dass hier etwas an etwas gearbeitet wird. Aber wir können das noch nicht sehen. Und wir schauen jetzt mal, an was gearbeitet wird. An den 9 der Münzen, an der Vermehrung, an denn die 9 der Münzen ist für mich die materielle Wunscherfüllung. Es ist die Wunscherfüllung mit allem, was du anfassen kannst. Wobei ich das Emotionale und das Materielle gar nicht so trenne. Ich sehe gerade, das Licht ist nicht so gut. Ich will mal ganz kurz die Jalousie runter machen. Was für ein Geräusch, oder? Jetzt seid ihr alle wach. Okay, dann fange ich noch mal neu an. Also, die 8 der Münzen sind gefallen. Das heißt, das ist die Arbeiterkarte und es ist der Ausgleich. Ich habe hier das Gefühl, dass hier diese Sterne auch wirklich den Ausgleich bringen sollen. Das ist so. Also, Vermehrung von 8 der Münzen auf die 9 der Münzen. Und auf den 9 der Münzen, schaut mal, da sitzt doch dieser Rabe drauf. Das ist der Rabe, der Glücksrabe. Und der schaut nach hinten in die Vergangenheit. Was dürfen wir denn noch nicht sehen? Woran wird noch gearbeitet? Das ist der Ritter der Münzen, der hier, und schon wieder die Münzen, ihr Lieben, schon wieder, die Münzen stehen auch für die Sicherheit. Sie stehen für das ins Rollen kommen, soll ich sagen. Und wir haben hier den Pagen der Münzen und der ist in Kopflage. Das ist ja wohl ein Hammer. So, das will ich jetzt mal zeigen. Also, das alles ist noch nicht zu sehen. Wir wissen nur, dass die 8 der Münzen, dass daran gearbeitet wird. Das sehen wir, das wissen wir. Aber dass der Page der Münzen, der Page ist die, also von den Personenkarten geht es mit den Pagen los, das sind die Jungen, die werden als Kinder dargestellt. Das sind immer die Neuanfänge. Aber schaut mal an, der ist auf dem Kopf. Hier ist oben die Wolke und die Münze ist unten. Diese Münze ist noch gar nicht zu sehen. Wir sehen nur die Wolke. Aus diesem Pagen wird der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist der langsamste. Das ist aber auch tatsächlich der, der dir die Sicherheit bringt und der mit dieses gefestigte Gefühl. Also aus dem Pagen wird der Ritter. Und dieser Ritter bringt dir diese 9 der Münzen, diese Fülle, diese Leichtigkeit, die auch damit verbunden ist. Und daran arbeitet er. Und daran wird auch gerade gearbeitet. Ich bin ganz unzufrieden mit dem Licht, weil heute irgendwie ist es so, dass es nicht richtig zu erkennen ist. Ich möchte die Karten aber nicht, ich möchte diese Legung nicht abbrechen und neu beginnen, weil ich finde, dass das hier ganz wichtig ist, ihr Lieben. Es ist wichtig zu wissen und zu sehen, dass hier etwas in Arbeit ist, wo du schon genau weißt, guck mal, die 8 und die 9, das kannst du sehen. Die 8 der Münzen kannst du lesen, die 9 der Münzen kannst du lesen, aber du weißt überhaupt nicht, was noch dahinter ist. Und deswegen will ich diese Legung nicht neu beginnen. So, wir schauen mal rein. Was ist denn jetzt in der neuen Legung? Wir haben die Königin der Kelche, wir haben das Ass der Stäbe und wir haben das Ass der Münzen. Leute, Asse sind immer die Chancen zum Neuanfang. Die Asse sind praktisch die Eins. Wir haben mit den Stäben
Die Stäbe stehen für die Tatkraft. Hier wird etwas jetzt in die Hand genommen und es wird mit Wachstum daran gearbeitet. Und wir haben mit dem Ass der Münzen, das ist eben wirklich diese Sicherheit. Und du selbst bist aber, und du, mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die weibliche Person in meinen Legungen. Das heißt, du bist die Königin der Kelche. Dein Gegenüber ist immer die männliche Person und dein Gegenüber liegt hier drunter und du kannst es noch nicht sehen. Du weißt noch nicht mal, wer es ist, aber da kommt jemand, der vollkommen sich gewandelt hat. Vom Pagen zum Ritter ist schon eine irre, eine wirkliche Wandlung. Und dann vom Kopf auf die, in die gerade Lage. Also boah, ich bin ganz aufgeregt. Hier kommt Chance über Chance für dich. Hier, das ist die Fülle. Du hast jetzt die Chance, in die Fülle zu gehen. Großartig, wirklich großartig. Und was soll ich euch sagen? Die Welt, das ist der Abschluss, das ist hier, schließt sich etwas ab. Jetzt hör mal auf deine Herzebene. Und dazu nehme ich hier die Lenormand, die Licht- und Schatten-Lenormand aus dem Angelina Schulze Verlag. Was dürfen wir jetzt auf Herzebene wissen, Herr Lieben? Ja, die lasse ich genau da liegen, diese Karte. Wir haben in der Mitte den Reiter und wir haben das Haus und das Herz. Das ist der Schlüssel. Hier öffnet sich dieses Haus, es öffnet sich das Herz, es ist die erste Karte in der Herzebene. Hier kommt das Herz in Bewegung aus der Mitte heraus. Oh Leute, also, puh. Wir haben von Christopher Anja die Kipperkarten. Alle Informationen zu meinen Karten, ihr Lieben, die ich so benutze, findet ihr in der Infobox. Geht mal stöbern, wenn euch was interessiert. Aber da findet ihr natürlich auch, wie ihr mich erreichen könnt. So, jetzt bitte ich die geistige Welt, dass sie eben eine Karte rausfallen lässt. Wisst ihr, was ich noch sehe? Ich sehe diesen Schatz hinter dieser geschlossenen Tür. Und dieser Schatz öffnet sich jetzt, öffnet sich, indem diese Nachricht kommt, in diesem Nachricht aus einem liebevollen Zuhause. Hier wird ein Herz gereicht. Wir haben die Tatkraft über dem Reiter. Das heißt, wenn dieser Reiter sich aufmacht, wenn der mit der Eins sich wirklich aufmacht, in die Tat kommt, diesen Schatz deutlich zu machen. Weil der Reiter, wenn die Tür aufgeht, wenn das so ist und die Tür geht auf, ist der Reiter dahinter. Das ist der Schatz und der kommt aus diesem Zuhause. Und aus diesem Zuhause wird diese Münze gereicht. Das hier ist ein Stein zu Hause. Das ist das Zuhause von diesem König. Nee, was war es? Der Ritter, Page und Ritter der Münzen, ihr Lieben. Und deswegen haben wir auch darüber das Ass der Münzen. So, ja, die Krankheit. Die kurze Krankheit. Wir haben das kleine Kind, ich wollte jetzt das kurze Kind sagen. Dann haben wir die Gedanken und wir haben den guten Herrn und wir haben die Reise. Also diese kurze Krankheit, das ist genau dieser Prozess, den dieser Ritter der Münzen, also vom Pagen zum Ritter der Münzen ausmacht. Das lagere ich jetzt mal aus, weil das hat mit ihm zu tun. Und seine kurze Krankheit wird hier wirklich übermalt, in weiß übermalt, sodass da eine weiße Fläche ist, die Krankheit nicht mehr zu sehen ist und auf dieser weißen Fläche neu angefangen werden kann. Und dann ist sein erster Gedanke bist du. Du bist für ihn die Liebe. Die liebevolle Person. Und ich sage es jetzt noch mal ganz deutlich, das kann die Liebe schon sein.
Aber das muss es nicht, weil viele ja hier auch zugucken, die entweder gar keinen Partner haben oder auch gar nicht mehr wollen. Das gibt's auch, die jetzt erstmal alles abgeschlossen haben und dann sagen, boah, ich brauche jetzt erstmal für mich allein. Es kann aber auch um die Selbstliebe gehen. Hier, die Königin der Kelche ist eine hochempathische Frau, eine hochempathische Person. Du bist ja auch mein Zuseher, es kann ja auch ein Mann sein. Du bist eine hochempathische Person, die hier jetzt wirklich, und wir haben hier das kleine Kind mit dem Schlüssel. Hier öffnet sich jetzt, und wir haben hier in dieser Linie nichts. Das heißt, da muss er noch hinkommen erst. Das ist diese Tür, die sich öffnet, weil er an sich arbeitet. Und wenn das jetzt, ich sag mal, der Partner ist, wenn es um die Liebe geht. Und es ist aber der Partner, dein Lebenspartner, mit dem du schon jahrelang zusammen bist, dann verändert der sich jetzt. Und dann macht er einen Schritt auf dich zu und öffnet diese Tür. Und er sagt, lass uns doch noch mal neu anfangen. Ich schenke dir mein Herz. Lass uns die Reise neu starten. Lass uns etwas abschließen. Wenn das aber jetzt, gehen wir in die Familie, dein Kind ist, dann kommt vielleicht dein Kind auf dich zu, weil es jetzt hier etwas abschließt. Der Page kann ja auch, beziehungsweise der Ritter der Münzen kann ja auch dein Kind sein. In jedem Fall, egal in welcher Verbindung ihr seid, hier geht es um zwei Personen. Hier geht es einmal um dich als Königin der Kelche und es geht um diesen Herrn. Und am Ende dieser Legung ist der gute Herr, der hier sein Buch öffnet, mit den goldenen Rändern. Das ist sein Buch des Lebens und es ist seine Reise. Es ist eure Reise, die sich hier wirklich aufmacht in die Zukunft. Und die Zukunft ist hier wirklich noch formbar. Sie ist weiß gestrichen. Und das finde ich gerade so großartig, dass sie auch weiß ist. In jedem Fall kommt hier eben etwas jetzt in der Wahrnehmungsebene, in dem Bewusstsein, wirklich hier in Bewegung, weil in deinem Unterbewusstsein, in seinem Unterbewusstsein hier mit der neuen, Quersumme 9, wir haben hier auch mit der Schlüssel, die 8 ist die Unendlichkeit, kommt hier jetzt der Schatz raus. Und der Schatz ist der Neubeginn, der hier sich aufmacht. Sind seine Gedanken. Seine Gedanken kommen hier ins Fließen. Seine Gedanken mit den vielen Schmetterlingen auf diesem Hemd. Ach, das finde ich jetzt interessant. Ihr Lieben, wir haben hier goldene Knöpfe. Und wenn ich in meiner Seelenerlösung dich von goldenen Knöpfen trenne, dann trenne ich dich von einem Mäntelchen, das durch goldene Knöpfe zusammengehalten wird. Und das bedeutet, das ist dir von jemandem angelegt worden, der dich klein halten will. Dieses Mäntelchen ist schwer, es ist immer mit Druck von oben. Jetzt schaut euch aber das an. Diese Knöpfe, die schließen ja hier nicht diesen blauen Mantel. Das heißt, dieser blaue Mantel, wenn ich das jetzt mal so umsetze, wie ich das in meinen Seelenerlösungen sehe, ist nicht mehr geschlossen. Es wird abgelegt und die goldenen Knöpfe sind trotzdem noch da. Und sie schließen hier das Hemd mit den vielen Schmetterlingen, mit der Transformation. Ich habe schweißnasse Hände gerade. Hier passiert etwas. Hier kommt etwas ins Fließen. Und das ist so großartig. Durch diese Transformation, durch diesen Mantel, den er ablegt, öffnet sich sein Buch. Und das ist sein Zuhause, das ist seine Hand, mit der er dir jetzt diese eine Münze reicht und sagt, schau mal, ich habe hier die Sicherheit wiedergefunden, meine Sicherheit. Ich kann dir einen Teil davon abgeben. Und lass uns hier etwas vollenden mit den zwei Vögeln hier. Es kommt in die Vollendung. Der Mond in der Hand zeigt die Vollendung an und das Herz wird gereicht. Es geht auf Reisen. Boah, es ist so großartig, ihr Lieben.
Und wenn du das Gefühl hast, du hast dieses Mäntelchen an, was dir eben in früheren Leben irgendwer mal angelegt hat, und es drückt dir auf die Schultern, es hält dich klein, es hält dich so, wie andere das wollen, dass du nicht sagst, was du möchtest, sondern nachplapperst das, was andere dir vorgeben, dass du schön brav sein sollst, weil andere das wollen. Dann komm zu mir und wir befreien dich von diesen goldenen Knöpfen, sodass du den blauen, diesen dunklen, schwarzen oder dunklen blauen Mantel ablegen kannst. Und ganz oft ist es so, ich arbeite mit Visionen, ich sehe dann, wie aus diesem kleinen Kind direkt eine erwachsene Person wird, weil dieser Mantel wirklich so viel Druck aufbaut und so viel Druck hat, dass dieses Kind immer Kind bleibt, immer. Dieses Kind darf nicht erwachsen werden. Und das ist eine andere Energie wie Peter Pan, der nicht erwachsen werden will. Hier ist jemand anderes, der sagt, du bleibst Kind und du bleibst das, was ich möchte. Habt einen schönen Mittwoch, ihr Lieben. Ciao.